Seid ihr ready? Seid ihr ready? Seid ihr ready für NBA Playoffs? Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal. 11 Seasons ist es her. 11 Seasons ist es her, Leute. 11 Seasons ist es her. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt... Ja, jetzt steht hier 37, aber wir haben ja in der letzten Folge raufgeguckt. Das letzte Mal in den NBA Playoffs waren wir im Jahr 2026. Oh yes. Wir sind aber wieder in den Playoffs und wir gucken uns als allererstes unseren Gegner an. Ich mache hier mal weniger auf Opernsänger. Aber das musste sein. Wir spielen gegen die Colorado Springs Puma Stars und wir gucken auf den Kader. Sie haben hier einmal Vladojevic hier, ihren Top Center, 16,6 Punkte hat er unter anderem gedroppt, ein sehr starker Mann auf jeden Fall, der auch den Dreier immer mal wieder treffen kann mit seinen 37, irgendwas Prozent, in der Vergangenheit sogar weit über 40. Also das ist ein gefährlicher Mann. Dann haben wir hier Gabriel Sutton, der auf jeden Fall auch ordentlich was mitbringt, gerade auch hier defensiv sehr, sehr gut ist. Und aus der Midrange dann Al Holland, der Bruder von JJ Holland. Der junge Alexander Jatovic, den haben sie an der 5 gedraftet im letzten Jahr. Macht eine gute Entwicklung durch. Jekan Klaku, Weaver noch hier und einen verletzten Man leider bei ihm. Der tatsächlich komplett ausfallen wird. Das ist ein wichtiger Spieler der Mannschaft. 12,8 Punkte, sehr, sehr gutes Scoring soweit auch hier. Fällt erstmal aus, aber man muss auch ganz ehrlich sein. Das Team ist schlagbar. Das Team ist absolut schlagbar. Also ich denke, das muss man so auch sagen. Wenn man auch hier jetzt mal kurz in den Teamvergleich geht, dann sieht man bei uns keine Schwächen. Bei ihnen hat man mehrere Schwächen. Die Stärke, also die körperliche Stärke, dann das vertikale Spiel, die Mobilität und die Steals sind eine Schwäche bei den Puma Stars. Der Matchup-Bericht spricht klare Bände, eigentlich alles für uns insgesamt. Wobei BB, je nachdem, ne? Aber sieht insgesamt besser aus für uns. Voraussichtliche Starting Fives. Auch wenn man das hier nur mal vom Spielermaterial vergleicht, das sieht bei uns schon beeindruckender aus als jetzt bei den Puma Stars. Deswegen gehen wir da auf jeden Fall sehr, sehr positiv ins Game rein, zumindest von der Erwartungshaltung. Meine Minutenverteilung sieht so aus. Shelton 33 Minuten, Pennington 37, Nuelika und Wilson 35 respektive 36 Minuten. Mensah reduziert auf 28 Minuten, weil der einfach, ja, seine Verletzungsanfälligkeit, die macht mir Sorge. Von der Bank Murphy und Adams mit 21 bzw. 20 Minuten. Und dann haben wir einmal Harrison 15 und Antoine Chevion mit 15 Minuten. Das ist auf jeden Fall die Minutenverteilung. Keine spezifischen Einstellungen jetzt hier für das Team oder jetzt hier gegen zum Beispiel Vladgojevic oder ähnliches. Ich will erstmal gucken, wie es läuft. Und ja, Leute. Nee, nicht simulieren. Was für simulieren? Was für simulieren? Yo. Chill. Was für simulieren? Wir wollen rein hier. War das noch das? Das war noch das Play-In, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Es war gerade ganz gefährlich. Wir wollen natürlich hier nichts simulieren. Also wir werden irgendwann in die Simo gehen, aber nicht so. Wir gehen erstmal hier jetzt rein. Ja, den Rest, der kann weg. Und dann sehen wir folgendes Game. Wir müssen natürlich jetzt hier... Nein! Ach, Mann! Ach, ist das scheiße. Ihr merkt schon hier, die Aufregung steigt. Ich muss hier nochmal kurz raus. Beenden. Ja, ungespeicherte Fortschritte gehen verloren, scheißegal. Auf jeden Fall. Die Hektik ist auf jeden Fall da. Wir müssen hier leider bei den Trikots, weil sie die Gambler-Trikots sonst haben, müssen wir hier immer die Statement-Trikots nehmen. Das ist ein bisschen nervig. Lässt sich jetzt leider nicht ändern. Dann ist es halt so, spielen wir hier Statement-Trikot gegen Statement-Jersey oder was? Ja, das passt, komm. Statement-Jersey gegen Statement-Jersey. Chris Shelton, George Pennington, Gary Baxter, Nuelika, Mario Wilson und Stevie Mensah gegen Trevon, Jekan Klaku, Alexander Jatovic, Gabriel Sutton, Al Holland und Vladojevic. Und ich trinke erstmal einen Schluck Wasser, bevor die NBA Playoffs starten. Diesmal kein Opernsänger. Ah, fast leer schon. Shit. Egal, dann nehme ich den letzten Schluck jetzt schon. Im Chase Center geht's los. Es geht los. NBA Playoffs.
Vlad Gojevic, Stevie Mensa beim Tip-Off. Und der erste Tip-Off geht an uns. Sehr nice. Gleich mal den Tip-Off gewonnen hier. Der Hype ist real. Chris Shelton in seiner ersten Season hier für die Golden State Warriors. Sie gleich wieder zurückgebracht. Chris Shelton hier mit dem ersten Drive in den Playoffs. Gibt den Ball ab. Kick-Out. Na, der Fake von Wilson. Der gibt den auch nochmal. Gary Baxter Nwelika. Die neue Ära hier der Warriors. Ja, da kommt der Screen. Gary Baxter Nwelika mit dem Midranger. Und, nicht den Punkt. Schade. Und jetzt hier die Puma Stars. Und der Steal von Shelton. Der Steal von Shelton. Ja, hat hier erstmal die Übersicht fürs Game. Shelton mit etwas mehr Ruhe. Aber der Screen ist nicht schlecht. Mario Wilson, der geht nicht rein. Pennington kommt leider nicht zum Rebound. Jekan Kloglu. Jevic. Vlatko Jevic gegen Stevie Mensa. Das Center-Duell hier. Der Pass. Nochmal der Pass. Sutton. Baxter Nwelika verteidigt. Jetzt hier der erste Wurf von den Pumastars. Und er ist gleich mal drin, der Dreier. Starker Dreier hier direkt mal. Von den Pumastars. Chris Shelton. Mario Wilson. Nein, 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 so nicht. Mario Wilson hier mit einem groben Turnover. Das darf nicht passieren. Solche Fehler dürfen nicht passieren. Ey, der sollte eigentlich zu Pennington. Und Pennington. Oh, Shelton, nein. Einsatz stimmt, aber die Art und Weise, wie wir spielen, ist noch nicht gut. Und jetzt hier das Foul. Ja, Warriors vielleicht ein bisschen aufgeregt wegen den ersten Playoffs seit 11 Jahren. Wobei man sagen muss, für die Puma Stars sind es die ersten Playoffs seit Gründung der Franchise. Wobei das jetzt auch noch nicht so lange her ist. Ist das die erste oder zweite Season der Puma Stars? Müsste die zweite schon sein. Das ist auf jeden Fall auch wild, wie schnell sie hergekommen sind in die Playoffs. 7-0 Start für sie. Pennington. Pennington. Wilson. Wilson mit dem Midranger macht ihn rein stark. Mario Wilson hier mit den ersten Punkten in den Playoffs. Der Rookie of the Year. Wahnsinn, ey. 11 Season ohne Playoffs. Ey, und wir haben das echt alles mitgemacht hier. Ne? Ist nicht so, dass wir irgendwie ein schlechtes Team übernommen haben, sondern wir haben diese Playoff-losen Jahre mitgemacht. Auch danke für jeden Einzelnen an euch, der mich hier supportet bei dieser unglaublich langen Reise. Shelton, nochmal abgegeben. Mensa, der Fake. Stevie Mensa zieht zum Korb und da ist das Foul von Jevic. Ist immer gut, wenn der wichtigste Mann bei den Gegnern frühes Foul kassiert. Och, Stevie. Macht ihn leider nicht rein. Die Nummer 7. Auch der kennt Playoff-Basketball, glaube ich, gar nicht, oder? Hat er schon mal eine Playoff-Serie mitgemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, 26 waren noch nicht dabei. Ich meine, beim letzten Mal Playoffs waren noch Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green und Co. dabei. Also das ist lange, lange her. Vlad Gojevic, ja, da war Mensa, ist ein bisschen zu früh gejumpt. 9-3 hier. Stevie Mensa. Wilson. Mario Wilson. Macht ihn nicht rein, Stevie Mensa holt sich den aber. Shelton. Boah, schöner Pass. Stevie Mensa aus der Midrange ist ein Killer. Macht ihn rein. Stevie Mensa hier zeigt, wie wichtig er ist. Ja, er ist verletzungsanfällig. Ja, er fällt viel aus. Du kannst dich nicht ganz auf ihn verlassen, dass er seine, sag ich mal, volle Spielzeit immer da ist. Aber wenn er da ist, ist er super wichtig für dieses Warriors-Team. Starker Dreier. Puma Stars spielen sich die Dreier gut aus bisher. Stevie Mensa. Und Shelton spielt den ab. Mensa. Boah, schwierig. Boah, das war ein schwieriger Pass. Der ist nicht drin. Mario Wilson holt sich den sogar. Jetzt hier Transition Game. Baxter Nwelika mit dem Fake. Baxter Nwelika, starker Layup hier. Baxter Nwelika geht da aggressiv zum Korb, macht die noch rein. Der Topscorer der letzten Warriors-Season mit über 20 Points. Oh, sie haben hier wieder den Wurf. Oh, das war top getroffen hier, muss man sagen. Sehr, sehr gute Wurfausbeute momentan bei den Puma Stars. Jetzt hier Pennington. Das gefällt mir. Oh, wobei,
Kann man mal machen. Und dann macht ihn Baxter Nowitzki aber nicht rein. Mit dem Rücken zum Korb gedankt. Wow. Mensa mit einem Block. Mensa mit einem Block. Wild. Mario Wilson spielt den Ball ab auf Shelton. Shelton will ins Dribbling hier gehen. Shelton verliert fast den Ball, aber nur fast. Baxter Nowitzki könnte jetzt hier helfen. Mario Wilson. Sie lassen Baxter Nowitzki frei. Das ist nie eine gute Lösung. Aber er macht ihn nicht rein, Baxter Nowitzki von der Dreilinie. Sutton. Jevic. Jevic hier im Ballbesitz gegen Wilson. Na, Shelton verteidigt das ganz gut soweit. Sie suchen immer wieder den nächsten Mann, machen das nicht schlecht. Stevie Mensa verteidigt das gut. Und da ist der Block von Wilson. Starker Block. Und jetzt hier Transition Game mit Shelton. Shelton. Was will er denn da machen, Junge? Das war ein bisschen sehr wild. Solche Sachen sollte man lieber machen, wenn man weit führt. Boah, da lassen sie ein bisschen sehr frei. Hätten sie anders spielen können. Dann hätten sie den Dreier gehabt. Pennington stört so gut es geht. Mensa mit dem Rebound. Der Ball auf Pennington. Wilson. Jetzt die Baxter Nowitzki. Shelton bringt etwas mehr Ruhe rein. Shelton. Boah, der Pass ist schwierig. Mensa macht ihn dann auch nicht rein, weil Vlatko Jevic natürlich dort war. Bisschen sehr schwierig. Pennington stört super. Gute Defense von Pennington. Direkt aggressiv dran. Sehr, sehr schwer direkt was zu machen. Der Dreier. Wir nehmen einen kleinen Timeout. Wir werden mal Harrison reinholen und vielleicht auch Adams nochmal ein bisschen mehr Größe reinkriegen. Weil so läuft das momentan nicht. Harrison, der hat nochmal einen besseren Wurf. Adams bringt nochmal mehr Länge, nochmal mehr Stärke mit rein. Und dann gucken wir mal. Adams. Na, direkt hier der Screen, der ist gut von Adams. Harrison. Der Ball muss dahin, Pennington. Pennington, Midranger stark. Guter Screen von Adams. Pennington hier mit seinen ersten beiden Punkten. Aus der Midrange. Sutton. Und oh, Foulspiel leider von Adams. Aber er zeigt gleich mal seine Präsenz. Die ist wichtig heute. Den macht Sutton rein. Macht beide rein. 19-9. Bisher haben sie leider keine Probleme, was das Scoring angeht. Wilson, Wilson will sich da durchpowern. Und am Ende ist es aus, leider. Ah, Warriors strugglen. Wir strugglen hier so ein bisschen, aber noch geht die Partie lang genug. Wir spielen hier noch ein bisschen. Bis Minute 3 zocken wir das erstmal. Na, Pennington versucht aggressiv zu sein. Na, Harrison ist dran. Jatovic. Boah, da geht er zu einfach vorbei. Pennington stört noch so gut es geht. Gut gemacht von Pennington. Also das hat er gut gemacht. Erstmal Ruhe reinkriegen. Der Screen ist gut. Adams. Der Screen. Pennington. Nein, der geht nicht rein. Haben sie gut verteidigt bekommen. Der Stil von Pennington, das ist stark. Und jetzt George Pennington. Jetzt lass dich bitte nicht aufhalten. Lässt er nicht. Also in diesen Drive-Situationen ist ein George Pennington kaum aufzuhalten in der NBA. Es gibt eigentlich wenig Spieler, die das schaffen können. Jetzt mal Big Mans ausgelassen natürlich. Aber das ist nicht ganz ungefährlich. Suchen sie den Kick-Out-Pass haben sie nicht gesucht. Wilson gegen Holland. Jatovic. Aha, der Ball ist bei uns. Pennington. Pennington macht das überragend und dann wird er gefolgt. Aber schön, wie er da vorbeiging. Richtig schön, wie er da vorbeiging. In diese Lücke rein und jetzt hat er die Freiwürfe. Den ersten macht er. Jetzt haben wir hier Nummer 2. Auch den macht der 6 Punkte George Pennington. Geht gerade ein bisschen voran. Es ist seine Truppe, es ist seine Generation, die jetzt hier mit den Warriors endlich wieder erfolgreich sein soll. Foul von Harrison.
drittes Team-Foul. Ja, machen wir noch eine defensive, eine offensive Aktion und danach gehen wir mal in die Simme Richtung zweites Viertel. Irgendwo so Mitte zweites Viertel, würde ich sagen. Drew. Ach, Harrison, foul doch nicht wieder. Bisschen unnötig jetzt von Harrison, zwei Fouls sich zu ziehen. Ich meine, er hat A- bei Steals, also er kann das, aber trotzdem. Nächstes Foul, sagen sie. Diesmal Mario Wilson. Und jetzt hat Al Holland die Chance von der Freiwurflinie. Der Bruder von JJ Holland. Der hat hier mal eine Zeit lang bei den Golden State Warriors gespielt. Individuell auch nicht schlecht, leider fürs Team nicht allzu erfolgreich. Harrison. Wilson. Wilson. Ui. Den macht er nicht rein, das ist wild. Komm, eine Aktion machen wir noch. Wenn ich so in die Simo gehen. Mal gucken, ob das das wirklich besser macht. Nein. Sie machen den Dreier. 24-13. Hoomasters sind on fire. Hannerton. Der Screen, aber der war nicht optimal. Der Fake war aber dafür umso besser. Und dann macht ihn hier Wilson rein. Gute Aktion von Wilson. Gehen wir mal Mitte, zweites Viertel rein. So bei Minute 7 oder ähnlichem. Ja, komm, 6 passt. 5 Punkte Unterschied. Das sind 5 Punkte Unterschied und Stevie Mensah bei der Freiwurflinie hier. Ref gibt ihnen den Ball dort. Ach, komm, on, Mensah. Verkack es doch bitte nicht. Stevie. Ach, komm, on. Stevie Mensah. Der hat mal 2 Dinger verworfen hier. Schwierig. Macht er einfach rein. Denkt sich auch sowas viel schwierig, Bro. Machen wir. Stevie Mensah, der Screen ist nicht schlecht. Hannerton. Stark. Hannerton hier mit den 11. Punkten. Also Punkte 10 und 11. Foul, sagen sie. Drittes Team Foul. Chris Shelton. Einwurf hier jetzt wie Nikola Jokic. Das ist ein bisschen das Spiel gegen die Eckspieler auch so. Hannerton hat super gestört. Murphys Rebound für Shelton. Shelton. Hannerton. Hannerton. 10. Macht ihn nicht rein, holt sich aber den eigenen Rebound. Und dann holt er sich die Punkte. Das ist einfach stark. Also Pennington. Schwierigen Layup-Versuch nicht geklappt. Holt sich den schwierigen offensiven Rebound und dann macht er halt die Punkte. No problem. Und auch hier stört er super, auch wenn da jetzt der Dreier frei wird. Sie treffen. Jetzt hier Pennington. Wie wär's sonst mit folgendem? George Pennington. Ah, Zeit geht langsam rum. Da kommen die Screens. Nikola Jokic versucht ihn aufzuhalten und kriegt es tatsächlich hin. Hat's hinbekommen, Jokic. Und der ist, oh, starker Stil. Stevie Mensah, den Ball abgegeben auf Shelton und der macht ihn rein. Schönes Transition Game hier der Warriors. Sehr, sehr schnell umgeschaltet, direkt die Punkte gemacht. Chevion mal wieder mit einem guten Stil. Offensives. Ah, ist das stark. Antoine Chevion ist so gut. Erst den Stil holen, jetzt ein offensives Foul sammeln. Also Antoine Chevion ist einfach so gut in der Defensive. Der hat so einen hohen defensiven IQ. Überragend. Und der hat den Dreier, das wissen wir auch. Vielleicht kriegen wir ihn ja eingesetzt hier. Chevion gibt den ab. Ach, hätte ihn dann doch selber nehmen können. Boah. Schwierig. Murphy musste den jetzt so nehmen. Du musst das machen, das aber auch außerordentlich gut bisher. Ach, Chevion schon wieder fast dran gewesen.
haben gut wieder geholfen. Nicht diesen Switch zugelassen. Schwierig. Der ist bei uns. Chauvion holt sich den. Und der Ball muss jetzt hier in Penetin. Penetin schön in die... Ich wollte gerade sagen, schön in die Zone, aber das war dann nichts. Aber Penetin gleich aggressiv. Versucht gleich aggressiv da zu sein. Klappt nicht ganz. Ah, da gehe ich zu früh hoch. Chauvion gegen seinen Gegenspieler. Foul, sagen sie. Viertes Team-Foul. Antoine Chauvion mit seinem ersten Foul in dieser Partie. Machen wir nochmal eine defensive, eine offensive Aktion, dann gehen wir ins dritte Viertel. Jatovic. Jokic. Ah, der ist bei Jokic. Schwierig. Immer noch schwer. Nee, macht er rein. Macht er rein. Puma Stars hier bleiben in Führung. Wir gehen nochmal in ein letztes Play jetzt. Das ist, wenn man ein bisschen zu schnell ist beim Klicken. Der eine oder andere von euch würde sagen, naja, das ist doch dein Classic-Move. Macht der nicht rein? Oh, den kriegen wir leider nicht. Okay. Gehen wir Richtung Mitte, drittes Viertel. Drittes Viertel auch wieder eng. Bisher können die Puma Stars davon leben, dass sie im ersten Viertel den Vorsprung hatten und Baxter Milica ist leicht angeschlagen. Das ist natürlich suboptimal. Harrison mit dem Steal. Harrison mit dem Steal. Versucht den Dreier. Trifft den Dreier leider nicht. Das wäre natürlich ein wichtiger Moment gewesen. Steal und Dreier. Harrison gleich wieder dran. Oh, ist der nicht im Aus? Das Double Team war nicht schlecht. Und jetzt ist es Foulspiel leider. Von George Pennington. Weaver. Hört sich an wie so eine Sirene. Weaver, Weaver, Weaver. Aber gut. 13 Punkte vorne. Harrison. Mensah. Boah, schöner Kickout. Aber Baxter Nwabuike. Das war von der Wurfmotion nicht wie sonst immer. Ich glaube, die Verletzung könnte das da beeinflussen. Mal gucken, ob das dann wirklich Sinn macht mit ihm. Bei Wennington will ich eigentlich nicht drin haben. Machen den nicht rein. Chauvion könnte man da natürlich reinholen. Boah. Harrison wird weggeblockt. Vom Timing her war es nicht schlecht, aber wurde weggeblockt. Nehmen wir Timeout. Wir müssen das hier stoppen. 15 Punkte vorne sind hier die Puma Stars. Das geht so nicht fit. Chauvion auf Harrison. Schöner Screen von Wilson gewesen. Endlich ein Dreier. Penetin 25 Punkte. Ganz stark. Nur noch 12. In Anführungsstrichen nur noch. Aber das kann in der NBA schnell gehen, wie wir wissen. Die macht Jokic natürlich rein. Mensah einen Schritt zu weit weg. Darf dir nicht passieren. Chauvion. Boah, den macht er nicht rein. Chauvion gegen seinen Gegenspieler. Der ist nicht drin, der Dreier. Harrison. Keine Ahnung, was ich mir gerade dabei gedacht habe. Frag mich nicht. Ah, Chauvion direkt wieder da. Gut. Der macht das gut, wie er es immer wieder, wie er immer wieder hilft. Und jetzt ist ein Foulspiel-Bonus hier. Ja, Wilson. Das ist ein Problem aktuell hier. Die Warriors haben ein Problem, offensiv. Aber auch defensiv ist man nicht so stabil. Mal noch zwei. Also eine offensive, eine defensive, noch eine offensive Aktion. Und dann gucken wir mal. Penetin. Penetin, kann er sich durchsetzen? Klappt nicht ganz. Und Nikola Jokic, der Ex-Warrior hier mit dem Screen, mit dem Steal. Nein. Der Rebound. Ja, Puma Stars haben den. Komm, scheiß drauf, ey. Wir gehen in die Summe, gehen lieber ins letzte Viertel, gucken mal.
Macht es da noch Sinn? Oh, wir sind sehr krass reingestartet. 14-2. Okay, die Simo hat uns zurückgeholt, muss man einfach so sagen. Die Simulation hat uns zurückgeholt. Jetzt haben wir 7 Minuten 43. 7 Minuten 43 haben wir, um das besser anzustellen als zuvor. Mal gucken, was wir draus machen. Murphy kriegt den Dreier. Den kannst du doch eigentlich, Mann. Den kannst du doch eigentlich. Eigentlich kann er den Dreier. Macht ihn leider nicht. Wo ist denn? Jetzt hier die Puma Stars. Suchen hier das Play. Sind geduldig im Finden ihres Wurfes. Werden dafür aber nicht belohnt. Harrison. Boah, schöner Pass auf Baxter Noelika. Der gibt den aber nicht gut ab. Ich weiß auch gar nicht, warum der noch drauf ist mit seiner kleinen Verletzung. Boah, da faken sie uns. Nehmen wir eine Timeout und Baxter Noelika raus. Das bringt ja nichts, wenn er verletzt ist. Was soll denn der da rumhampeln? Penitent, na, könnte noch eine Minute draußen bleiben eigentlich. Lassen wir Chevion lieber reinkommen. Penitent lassen wir noch mal eine Minute draußen, 1-2. Und dann wirklich für die absolute Crunch-Time gewappnet zu sein. Harrison. Nach wie vor Harrison. Schwierig. Wilson muss da ja irgendwas machen. Kommt da aber nicht durch und dann ist es Transition Take. Sutton macht den 6-Punkte-Unterschied. Pumas da spielerisch klar besser als wir leider. Aber es sind nur 6 Punkte, Mann. Wenn wir uns besser anstellen, ist hier noch alles drin. Murphy verteidigt's. Ja. Chevion ist, nee, Murphy ist es. Nicht Chevion. Chevion ist aber hier wieder da zum Stürmen. Und trotzdem reicht es nicht. Trotzdem reicht es nicht. 9 Punkte Abstand wiederum. Das tut weh. Murphy. Mario Wurst mit dem Screen. Und Foulspiel. Foulspiel, wichtig, dass Harrison sich den hier holt jetzt. Wichtig. Macht ihn rein, schön Harrison. Macht doch den rein. Murphy raus, dafür kommt gleich Pennington wieder rein. Weil viel länger will ich den nicht draußen haben. Boah, der Ball ist... Oh, das gibt's nicht, ne? Bei diesen 50-50-Aktionen gefühlt geht es 75% immer an die CPU, ey, sowas. Jatovic macht ihn nicht. Oh, der Ball jetzt hier zu Murphy. Hat den Wurf, nimmt den aber nicht. Was wahrscheinlich die schlauere... Bleib hier, Wilson. Wilson sein Screen. Ah. Schöner Pass und den macht der rein richtig. War nicht ganz unriskant, aber Wilsons Pass war überragend. 5 Punkte Abstand. Jatovic. Jokic. Der ist nicht drin. Wilson. Wilson kann da einfach in die Zone und Jokic muss faulen. Jokic muss faulen, aber gute Bewegung von Wilson. Macht ein gutes Game soweit. Gerade die letzten Aktionen waren positiv. Macht ihn. 12 Punkte. Mario Wilson. Deine bisher wichtigsten Freiwürfe in deiner Karriere. Macht beide rein. Damit sind wir wieder an 3 Punkte dran. Haben sie diesmal nicht wegziehen lassen. Vor kurzem waren sie noch 9 Punkte vorne. Jetzt einen Stop nochmal gut treffen und dann können wir schon wieder auf Gleichstand sein. Boah, das war nicht perfekt. Sie machen es gut. Treffen aber auch wirklich gut. Diese verdammten 3, die treffen sie so gut. Oh, Penitent. Penitent setzt sich gegen alles und jeden durch. Harrison, der muss rein. Harrison macht ihn rein. Dafür haben wir ihn geholt. Hier einen Ed Carter oder Tobi. Und ich hätte viel Sorge gehabt, dass sie den reinmachen. Gerade bei den Tobi glaube ich nicht dran.
Aber ein Harrison, der kann das. Genau wegen diesen Situationen haben wir ihn geholt. Diese 13 Punkte, die er bisher gemacht hat, sind Gold wert. Der Ball ist bei Pennington jetzt hier. Und Harrison. 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 Spielt den hier jetzt hin. Wilson. Wilson. Wilson macht den rein. Biestet sich durch. Biestet sich durch. Biestet sich durch. Verdammt nochmal. Ein Punkt Unterschied. Das erste Playoff-Game seit 11 Jahren für die Golden State Warriors. Das erste Playoff-Game überhaupt in der History der Puma Stars. Ein historisches Spiel ist das jetzt schon allein wegen der Konstellation her. Und wie geht es aus, ist die Frage. Momentan sieht es aus nach einem engen Finish. Er will durch. Adams kommt da nicht ganz hinterher. Wilson stürzt auch leider nicht. Wir sollten auf jeden Fall auch wieder Mensah mit reinholen. Der kann sowas dann doch schon einen Ticken besser verteidigen. Harrison, stark. Sie konzentrieren sich nur auf ihn. Wilson gibt den ab, das ist ein guter Pass. Adams, ah, der ist halt kein Dreierschütze. Der ist halt nicht der Dreierschütze, leider. Harrison kommt da nicht ran. Schwierig jetzt. Ah, was macht er da? Will's versuchen? Macht ihn nicht rein gegen Adams. Adams verteidigt es gut. Jetzt hier der Ball nochmal weitergespielt. Nochmal weiter. Pennington. Pennington mit der Power, die er hat, kann er ihn da einfach überpowern. Macht er stark. 30. Ja, Mensah guckt sich das an und denkt sich auch so, yes, ich freue mich schon gleich reinzukommen in diese Crunch-Time. Momentan vertraue ich auch eher auf Harrison als auf Shelton. Einfach wegen den Wurfqualitäten, die er hat. Schwierig, schwierig. Der ist bei uns. Ganz wichtiger Ball. Pennington. Pennington, der Pass geht richtig zu Harrison. Das war High Risk, aber der Knopf, wir sind im Führung. Verdammt nochmal. 103, 102. Pennington mit seinem 12. Assist. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Was jetzt? Harrison versucht dran zu bleiben. Klappt nicht ganz. Schwierig, schwierig. Der Ball ist bei Adams. Der Ball ist bei uns. Jetzt hier Pennington. Pennington spielt den auf Wilson. Der spielt den nochmal weiter. Jetzt hier. Jetzt hat er den Ball. Harrison. Harrison kriegt den Screen. Harrison mit dem Dreier. Harrison mit dem Dreier. Der geht nicht ran. Wilson versucht zu stören. Klappt nicht. Jetzt kommt Harrison. Harrison stört gut. Hat ihn da erstmal aufhalten können, so halbwegs. Und, okay. Statement von Al Holland war es, glaube ich. Statement von Al Holland. Denkt sich auch so, yo, nicht mit mir. Boah, der Wurf jetzt pennet, denn der muss. Der muss, der ist nicht drinne. Der ist nicht drinne. Mario Wilson kommt nicht ran. Das gibt's nicht. Sie machen so einen schwierigen Wurf. So einen schwierigen Wurf machen sie rein. Der Ball muss auf diesen Mann hier. Er ist der Go-To-Guy. Und jetzt hier Pennington. Okay, Pennington. Power dich durch oder sie müssen doppeln. Lass sie zwingen zu doppeln. Dann machst du den einfach. Er macht ihn nicht! Er macht ihn nicht! Harrison. Stör gut. Harrison ist dran. Schwierig. Vlatko Jivic. Jivic macht ihn nicht, weil Adams gut stört. Weil Adams gut stört. Und jetzt haben wir hier... Pennington wird gefoult. Okay. 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 Mhm. Ein... Punkt Unterschied. Ein Punkt Unterschied. Harrison, bleib dran. Bleib dran, Harrison. Stark. Harrison, bleib dran. Harrison. Na, volles Spiel. Sie sind nicht im Bonus, Gott sei Dank. Sie sind nicht im Bonus. Das eine Foul hatten wir noch. Das eine Foul hatten wir noch. Deswegen war es auch nicht schlimm. Dann ist es gut, dass wir es aggressiv probiert haben. Oh, nochmal rüber gespielt. Jatovic nimmt den. Trifft ihn nicht. Trifft ihn nicht. Pennington. 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 George Pennington. JP. Boom. 107-106. JP. Es ist seine History. Er will sie schreiben. Das soll das erste Kapitel werden. Das erste große Kapitel seiner Career hier.
17,5 Sekunden haben wir noch. 17,5 Sekunden. Gegen die Puma Stars. Holland. Ah, jetzt hier. Er kriegt den Wurf. Nein, nimmt den Dreier nicht, Earl Holland. Was machen sie? Jetzt hier Jekan Gloglu. Harrison. Harrison ist da, ne? Gar nicht mal so einfach. Die nehmen den. Er trifft den. Er trifft den. 108, 107. Go to Pennant with the ball, man. Geh zu Pennant einfach. Oh, da ist Platz. Da ist Platz. Was machen sie denn da? Pennington trifft ihn nicht. Trifft ihn nicht. Ach, come on. Pennington macht ihn nicht. Da war doch der Platz. Er setzt sich doch sonst immer so stark durch. In so vielen Situationen setzt er sich einfach durch, macht den Layup nicht aufzuhalten, aber in dem entscheidenden Bucket scheitert er. Trevon Jekan Klogu wurde zum Player des Games ernannt. 34 Punkte George Pennington. 6 Rebounds, 12 Assists. 1 Steal, 1 Block. Die Quoten, ja, Feldwurfquote nicht gut. Dreier schon. Wilson 15 Punkte in seinem ersten Playoff-Game. Harrison für uns hier auch ordentlich performt. Ja, Baxter Nwedika halt ganz, ganz wenig wegen seiner Verletzung. Sutton 40. Jekan Klaku hier 25 Punkte, 7 Assists, 5 Steals. Also auch wirklich gehustelt hier. Ein wilder, wilder, wilder Auftakt, Leute. Aber Playoff-Basketball ist einfach Liebe. Playoff-Basketball ist einfach Liebe. Baxter Nwedika kann nur kurzzeitig, das ist also nicht weiterhin schlimm. Bedeutet, in der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall weiter, was die Playoffs angeht. Erstmal wollen wir hier noch nichts Spezifisches ändern, wir gucken aber, wie die nächste Folge dann so wird, ob wir uns gegen die Puma Stars dann durchsetzen können, ob es Richtung lange Serie geht oder ob doch irgendein Team sich absetzen kann, das finden wir alles in der nächsten Folge raus. Euer Veloche meldet sich ab und bye bye.